Hallo liebe Dragon Ball Z Dokkan Battle Freunde, hier und heute am 4.11. begrüße ich euch, denn es ist ein besonderer Tag, denn es steht die neue Celebration an, die neue Campaign steht an, Exploding Gratitude, Dokkan Thank You Celebration, das heißt jede Menge neue Events, Einheiten, Möglichkeiten Stones abzugreifen und ich möchte in diesem Video mit euch alles mal durchgehen. Dort stehen nämlich alle Infos vermerkt und da hätte ich gesagt, gehen wir doch mal alles durch. Es gibt sogenannte Dokkan Thank You Celebration Gift Cards, schon mittlerweile in der vierten Auflage. Dort könnt ihr euch, wenn ihr sie benutzt, anhand einer Auswahl von 77 Charakteren euch welche umsonst holen. Dann natürlich wie immer Login Bonus, Special Missions und Porunga kommt wieder zurück. Wir können uns also ein paar Sachen mal wieder wünschen. Auch sehr, sehr nett. Und natürlich der neue SSR Goku Angel und Vegeta Angel, also Super Gogeta, ist am Start. Und das werde ich dann auch in einem anderen Video, werde ich dann ein Summoning betreiben und mal gucken, ob ich Glück habe. Ich hoffe, ihr habt Glück gehabt bislang oder werdet noch Glück haben, denn das Banner ist ja schon offen seit mehreren Stunden. Ja, Login-Bonus, Special Missions, das ist jetzt nichts Besonderes. Bei den Missions einfach könnt ihr, glaube ich, auch euch ein paar Karten holen, soweit ich das weiß, ein paar Gift-Cards. Dazu natürlich Stones, Kais, Orbs, Trainings, Items und so weiter und natürlich das Dokkan Festival mit eben den neuen Goku, Angel und Vegeta und auch ihr den neuen Gotenks, das auch eine sehr gute Karte ist, also lohnt sich auf jeden Fall in den Banner reinzuschauen, das machen wir gleich auch nochmal. Diese beiden introducen damit eine neue Kategorie, nämlich Time Limit, da sind auch jede Menge starke Charaktere dabei. Dann Porunga Dragon Ball Campaign. Wenn ihr wissen wollt, was ihr machen müsst, um die jeweiligen Dragon Balls zu erhalten, geht einfach auf die Wiki-Seite und sucht dort nach Porunga. Ihr könnt auch in Google einfach eingeben, Dokkan, Wiki, Porunga. Und dort seht ihr dann für die jeweilige Celebrations, was ihr für jeden Ball machen müsst. Geht ganz flott, das ist nichts Schweres, also nutzt es auf jeden Fall. Denn es gibt Kais, Zennies, wenn ihr braucht, Elder Kais, beziehungsweise Grand Kais. Top. Top kann man auf jeden Fall. Ist immer wieder geil, also so viel dazu. Dann die Thank You Celebration bzw. die Gift Cards. Ihr könnt anhand einer Auswahl von 77 Charakteren euch welche aussuchen. In einem separaten Video werde ich meine subjektive Meinung preisgeben, welche Charaktere ihr euch holen solltet. Ich meine, mittlerweile ist es so, dass diese Karten relativ alt sind. Das heißt, wenn ihr schon eine Weile spielt, ist die Chance relativ groß, dass ihr die jeweiligen Charaktere bereits besitzt. Aber immer Möglichkeiten, sich entweder neue Charaktere zu holen oder bereits bestehende Charaktere, die vielleicht sogar noch ein Easy A in der Zukunft bekommen, zu Rainbowen. Dann hier wieder sehr, sehr schön Rank XP from Crests quadrupled, das heißt mal 4 XP gibt es und die Restoration Time von Reward Boost wird halbiert, das heißt in 4 Stunden ist euer Reward Boost, wo ihr ja mehrere dann Belohnungen bekommt, beziehungsweise wenn ihr eine Stage absolviert, bekommt ihr dann mehr Belohnungen und das wird halbiert. Das heißt, nutzt das auf jeden Fall, haut alle Events raus, holt euch Charaktere, die ihr noch nicht habt, denn 4 Stunden, das geht dann schon relativ flott. Und tolle Sache zu ranken, beziehungsweise Events zu machen. Babas Shop hat 30% weniger, mit Babas Points ist immer wieder was Gutes. Dann hier für die Leute, die ein bisschen Geld ausgeben wollen, ein Sale. Das ist natürlich wie immer frei, das muss keiner machen, manche machen es verständlicherweise nicht. Wenn ich mir das so angucke, dann ist dieser Deal hier ganz gut und die 32 Dragonstones mit dem 50% Discount ist ganz in Ordnung, kann man machen. Und vielleicht noch den 77er Stone, also wenn ihr Geld ausgeben wollt, dann ja, also der da oben, der auf jeden Fall. Und den 32er Stones dreimal kann man auf jeden Fall empfehlen. Muss man aber nicht machen, ich mach's auch nicht. Deswegen, muss jeder für sich entscheiden. Elder Kais, wer welche braucht. Dann hier gibt's wieder so Packs, besondere Packs, wo auch unter anderem Tickets dabei sind. Sind teilweise sehr teuer, also kostet auch Geld, echt Geld. Deswegen würde ich eher die Finger davon lassen. Dann das Event, um den neuen LR zu awaken. Dann gibt es hier ein Event, wo es Skill Orbs gibt. Ihr könnt es pro Tag einmal machen. Und die Skill Orbs, die ihr da bekommt, könnt ihr nur benutzen für Charaktere, die in der Fusion Category drin sind. Das heißt, ihr könnt, also bei Charakteren, die in dieser Kategorie drin sind, könnt ihr nur die benutzen. Dann könnt ihr die anderen sparen. Also nicht schlecht. Hier, dieses Event ist geupdatet. Das heißt, hier gibt es einen neuen Charakter, Freezer Final Form. Farmt ihn wie immer zu 100%. Hidden Potential. Awaked ihn und dann ist es wieder eine nette Einheit. Eine neue Stage beim Infinite Dragon Ball History Event.
macht's einmal fertig. Es gibt gewisse Missionen, wo ihr es, glaube ich, innerhalb von 20 Zügen schaffen müsst und wo, glaube ich, 3 von Time Limit dabei sein müssen und, glaube ich, nochmal 3 Charaktere von einem anderen, von einer anderen Kategorie. Also schließt es ab, sind auch wieder viele Stones, auch relativ leicht, sag ich jetzt mal. Kann man gut abgreifen, genauso wie hier ein neues Ultimate Clash, Virtual Dokkan, Ultimate Clash. Auch wieder, holt eure stärksten Mono-Types her und macht das Event kaputt. Auch wieder eine nette Möglichkeit, Stones etc. zu bekommen. Und ansonsten die Events, ja, sind jetzt nicht so wichtig. Dann hier, Extreme Challenge Campaign. Das hier ist ja einer der Frint LRs, das ist Saiyaman 1 und 2. Diese bekommen ihr Easy A. Und für dieses Easy A müsst ihr, glaube ich, sehr viele ältere Easy A Charaktere mitbringen. Da könnt ihr euch auch auf der Wiki-Seite erkundigen. Wie gut die beiden letztendlich sind, kann ich gar nicht sagen, aber es lohnt sich immer, das zu machen. Deswegen bleibt dran. Das 6. Pattern Battle, wenn ihr das spielt, diesen Extra-Modus, neue Charaktere, neue Einheiten, auch wieder Möglichkeit, Stones zu bekommen oder Trainings-Items oder Orbs. Genau, dieses Extreme Z Battle ist Another Character. Ah, ist er jetzt neu? Gab's den noch nicht? Oder ist der wieder Another Character Can Be? Ja, hier, Super Gogeta Int bekommt hier sein Easy A. Ist es nicht schon da? Natürlich ist es schon da. Er kann, es ist halt einfach reopened, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es noch spezielle Wochenendmissionen, noch ein paar Stones und Trainings-Items und, glaube ich, Elder-Kais abzugreifen. Ja, wir gucken nochmal auf den Banner drauf. Denn das möchte ich euch nochmal zeigen natürlich. Wo haben wir ihn denn hier? Dokkan Festival is now on. Ich glaube, das mache ich am besten unten direkt beim Summoning-Bildschirm. Wie gesagt, ich habe noch kein Summoning betrieben. Das werde ich dann in dem Video machen. Ein paar Stones habe ich mir zusammengespart. Es gibt einen Discount. 30, 35 und dann 40? War das nicht so? 30, 35, Moment. Discount. Es sind, glaube ich, 30, 35 und 45 Stones und dann der jeweils 4. ist wieder umsonst. Das heißt, nutzt es auf jeden Fall wenigstens eine Rotation. Heißt, diese 3 Durchläufe plus den freien Durchlauf, den macht den garantiert. Wir gucken auf die Charaktere. Natürlich an vorderster Front der neue LR Super Gogeta. Wunderbare Einheit. Passt in super vielen Teams. Hält gut aus. Teilt gut aus. Den will man haben. Dieser Gotenks auch nicht schlecht. Auch wieder eine gute Alternative. Beziehungsweise auch ein guter Support für Time Limit Charaktere. Dann kehren die beiden wieder hier zurück, der LR, All Out Struggle und Joint Forces Kategorie, Leader, auch sehr, sehr ordentlich. Habe ich noch gar nicht tatsächlich. Dann hier Gohan und Goten, auch wieder LR, habe ich schon ein paar, werden auch von euch die meisten schon haben. Auch immer eine ganz solide Einheit, kann man so gut gebrauchen. Die beiden kehren zurück, das erste Mal, dass sie, glaube ich, zurückkehren. Das heißt, man kann sie jetzt mit Stones kaufen, das müssten dann, mit Coins, das müssten 400 Coins sein. Habe ich auch noch nicht, hoffe ich auch auf die. Ah, er ist auch einer meiner Lieblingseinheiten. Habe ich, glaube ich, mit 2 Dupes. Auch sehr, sehr gut. Paikoan habe ich noch nicht. Diesen Janemba habe ich auch noch nicht. Gogeta ist der einzige, der Rainbow ist. Den will ich natürlich am wenigsten haben. Ich meine, es würde Stones geben, aber ich will ihn nicht haben. Und Gogeta, der hat, glaube ich, noch 1, 2 freie Plätze bei mir. Aber wie gesagt, den LR am Anfang, den will jeder haben. Den will ich haben. Ich hoffe, ihr habt ihn bekommen. Ich hoffe, ihr bekommt ihn. Und ja, ihr werdet es bei mir erleben, ob ich es schaffe. Und ja, das sollte es erstmal gewesen sein. Ein kleines Informationsvideo, wenn ihr zu irgendwelchen Events Fragen habt oder zu Einheiten oder sonst irgendwas, fragt mich gern in den Kommentaren. Ich kann euch da weiterhelfen. Ansonsten leite ich euch wie immer gerne an die Dokkan Wiki Fanpage. Dementsprechend, ja, ich werde jetzt Summonings betreiben. Das heißt, ich nehme im Anschluss das Video auf. Ich werde beide Videos eh gleichzeitig hochladen. Das heißt, ihr seid mit dem Infovideo bestückt. Ihr seid mit dem Summoning-Video gleich bestückt. Und dann werde ich noch das Video machen mit den 77 Einheiten, wo ich meine subjektive Meinung bringe, welche da die besten sind. Ansonsten ist es natürlich euch überlassen, wen ihr da holt. Aber das war's erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, Zuhören. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Campaign. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Dokkan Battle. Macht's gut und bis dann.